Zurück zu einem neuen Video. Wir betrachten mal überhaupt gar nicht, wie ich aussehe. Ich sehe mega fertig aus, aber wie ihr seht, befinde ich mich in einer anderen Umgebung und wir sind in Österreich. Und zwar machen wir hier Skiurlaub und ja, wir sind heute um 3 Uhr nachts losgefahren. Jetzt ist es 4:30 und wir sind endlich da. Man muss dazu sagen, wir haben noch kurz einen Zwischenstopp in München gemacht bei Freundin. Wir haben eine Ferienwohnung und ja, sind hier von Samstag bis Samstag. Und Leute, ich muss euch das zeigen. Ich würde am liebsten diese Wohnung in Schlagendamm nehmen, aber ich zeige sie euch jetzt einfach mal. Und zwar, hier ist die Eingangstür und wenn man dann in diese Eingangstür sieht man hier das erste Zimmer. Ja, hier ist dann ein mega geilen Spiegel und hier oben sind dann halt die Fenster. Geht man hier weiter, sieht man das. Und Leute, ich heule, dieses Bad ist ein Traum. So ein Bad möchte ich bitte auch haben. Danke. Es ist so schön. Oh mein Gott. Es ist so schön. Dann halt Toilette und Leute, ich liebe diese Wasserfall- oder Regenduschen, wie man auch immer die nennt. Dann ist hier einmal unser Flur sozusagen. Dann haben wir hier nochmal ein Bad mit Klo. Das ist dann einmal das Wohnzimmer. So schön. Allein die Küche. Oh mein Gott. Dann ist hier noch eine Couch. Und dann ist das einmal. Hier ist ein Fernseher. Das ist unsere Aussicht. Oh mein Gott. Es ist so schön. Es ist so schön. Hier kommt man raus und die Sonne scheint. Und ich liebe es. Es ist so schön. Sieht so toll aus. Die Sonne scheint und es ist so schön. Geht man dann wieder rein. So, dann ist hier einmal noch das zweite Zimmer. Kommt man gleich rein und es ist halt gleich ein Bad im Zimmer mit drin. So wieder mit einer also Wasserfalldusche, glaube ich. Und mit einem Spiegel und dann. Oh mein Gott. Wie schön. Wie schön ist das bitte? Dann mit einem mega großen Spiegel. Und wieder der geile Ausblick. Kleiner Sprung dazwischen. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt komplett ungeschminkt. Ich war duschen. Wir haben es jetzt auch schon gleich um 10 und wir waren schon bei der, also haben uns schon einen Skipass geholt, waren einkaufen, haben unsere Skier geholt und ich habe so schöne Skier bekommen. Das ist immer so, dieses, du hoffst immer so sehr, oh mein Gott, bitte, 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 kriege ich schöne Skier und schöne Skischuhe und sowas alles. Wenn du dir die ausleihen musst. Und ja, habe ich mich sehr darüber gefreut, weil die so schön sind. Werdet ihr ja morgen bestimmt auch alles so gesehen bekommen. Und ja, ich meine Schwester ging jetzt schon im Bett und wir waren duschen. Die Dusche ist einfach ein Traum. Ja, und dieses Ding, es nervt mich, wisst ihr? Das ist einfach nichts, da ist nichts drin, keine Füllung, gar nichts. Es ist einfach nur scheiße rot. Wir müssen morgen um 7:40 Uhr aufstehen. Heute ist Dschungelcamp. Finale. Ich kann es leider nicht gucken, weil ich einfach bin todmüde. Wir sind ja um 3 losgefahren und ich war halt bis um 2, also 2:30 noch bei einer Freundin und war dann erst um 2 zu Hause. Und ja, dann sind wir um 3 losgefahren. Ich dachte mir so, ja, schläfst einfach komplett die ganze Fahrt durch und so. Und ich habe so 5 Stunden geschlafen und Auto schlafen und das richtige Schlafen kann man einfach nicht vergleichen. Und ja, deswegen war das auch so mega kacke einfach. Ich habe jetzt mal das Licht angemacht, weil es einfach gemütlicher ist als das große. Ja, meine Geschwister haben morgen Skischule. Und ja, ich freue mich total. Ich freue mich so auf Skifahren. Ich habe es einfach so krass vermisst. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder. Guten Morgen, ich bin jetzt schon ready gemacht. Kann ich dir gleich mal meine Skisachen zeigen. Und ja, wir gehen jetzt los. Also, ich weiß zwar noch nicht ganz, wie ich das hier mit meinem Schal mache. Ich habe einmal den Pulli an, ich liebe den Pulli. Und meine Skijacke und mal gucken, wie ich das mit dem Schal mache. Aber ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, ich fühle mich eigentlich ziemlich frisch so. Also ich habe eigentlich mega viel geschlafen so. Und ja, diese Aussicht. Oh mein Gott. Ich habe sogar extra meine Polaroid-Kamera mitgenommen, die ich heute nicht dabei habe. Aber ich wollte halt erstmal gucken, so wie die Tage wären.
Und ja, jetzt fahren wir. Es ist so schön und die Sonne scheint so toll. Oh, das sind übrigens kleine Skier. Die sind so schön, Leute. Oh, jetzt steht gerade die Sonne, jetzt sind sie gerade nicht, aber sie sind halt so toll. Und fahren jetzt gleich wieder los. Und da unten, kann man sehen, da irgendwo sind meine Geschwister und wir fahren jetzt weiter. Und die Sonne ist leider ein bisschen weg, aber es ist trotzdem mega schönes Wetter. Hallo, Tag 2 hat begonnen. Wie ihr seht, ist die Sonne am Schein. Und ich habe gestern aber nicht mehr gefilmt, weil wir sind dann nach Hause und ich war todmüde und ja, es hat einfach nichts passiert, deswegen dachte ich mir so, brauche ich auch nicht filmen. Und ja, ihr seht, es ist so schönes Wetter. So, wir waren eigentlich schon auf der Piste, aber ich kriege meinen Skischuh nicht mehr zu. Also es ist einfach so eng. Ich kann kaum laufen da drin und es tut einfach nur scheiße weh. Und also es tut wirklich so unnormal weh, es ist schon nicht mehr lustig. Ich kann auch kaum laufen und meine Skibeine pochen auch richtig. Und jetzt von meinem Papa sind die Skischuhe gestern kaputt gegangen, also seine eigenen. Und jetzt muss er sich auch welche ausleihen gehen. Und ja, da fahren wir jetzt gleich hin zum Skiverleih. Wir haben natürlich aber auch unseren Rucksack wieder mal vergessen. Also bei unserer Familie wird immer was vergessen. Und ja, jetzt fahren wir in den Skiverleih. Und Leute, ich habe mir endlich dieses Wimpernlifting gemacht und ich liebe es. Das sieht einfach so gut aus. Also ich muss dazu sagen, dass bei mir ein kleiner Fehler gemacht wurde, weil ich... Gib jetzt her, das Ding mal. Ich war mit einer Freundin da und ich hatte davor Schule und man hat... Also es stand extra drin, aber wie dumm ich wieder bin, da war halt... Man soll sich davor die Wimpern nicht biegen und natürlich hat Annalena das wieder gemacht. Und deswegen sind die halt nicht komplett am Wimpernkranz, aber mir gefällt das Ergebnis mega gut, weil ihr wisst davor, ich bin so, weiß ich nicht, wie viele Stunden davor aufgestanden, um mir meine Wimpern zu biegen. Und es war immer nur noch ätzend, da stehe ich auf, tusche meine Wimpern mit einer nicht wasserfesten, also es ist perfekt. Ich habe mir jetzt die Skischuhe umgetauscht und ich habe neue mit Pink. Wow! Nein. Eigentlich sehr voll. Also die Hose ist ja eh drüber. Dann fährst du mit deiner Mutter hin. Fahr hier nie nochmal her. Ja, wir waren jetzt im Skiverleih schon das dritte Mal, glaube ich. Ja, in zwei Tagen. Nur noch hier. So, wir sitzen jetzt an einer Alm und haben uns schon Essen bestellt. Ich hinter dir habe Mehlsuppe. Ja, hier gerne. Kaiserschmarrn und es ist mega schön. Die Sonne strahlt. So. Und das ist mein Essen. Ich liebe Kaiserschmarrn in Österreich. Das ist das Beste, was es gibt. Die Sonne scheint wieder. Es ist mega schönes Wetter und es gibt ja Luft. Ich glaube, ich habe mich die Nacht irgendwie so mega verlegen. Und heute fühle ich mich das erste Mal voll müde. Richtig hardcore müde. So Leute, ich habe mich heute dafür entschieden, heute meinen Alleinweg zu machen, weil ich heute einfach irgendwie gar keine Lust habe, meine Eltern und zu haben, weil die einfach so überhaupt gar nicht mein Tempo fahren und mich das nur nervt. Deswegen habe ich heute gesagt, fahre ich heute mal alleine. Wir treffen uns um 12 in dieser Alm. Ich kann heute irgendwie gar nicht fahren. Ich weiß nicht, irgendwas ist einfach... Oh, ich weiß nicht, ob ich meinen Skischuh zu eng gemacht habe, aber es tut einfach nur scheiße weh. Und ich muss jetzt auch eben anhalten, um mir das mal
zu richten, weil ich könnte heulen. Es tut so weh. Ich weiß nicht, was das ist. Hallo Fred! Wir haben den nächsten Morgen. Und es war halt alles so stressig, weil Annalena heute das Bett einfach schöner fand, als sich fertig zu machen. Und muss ich einmal meine Skischuhe holen. Oh, ich sehe mich immer wieder gut aus. Na? Kids? Hallo! Was? Oh. Dann musst du versuchen. Ja. Und heute soll es kein schönes Wetter sein. Heute soll es schneien. Und das ist mit das Ekligste, was es gibt. Wenn es schneit auf der Piste. Aber ja, gut. Ich kann nicht mehr laufen. Ich hoffe, heute mit meinem Schienbein wird es nicht so schlimm. Aber ich denke, es wird schlimm. So, ich sitze in der Gondel. Es ist jetzt schon mega spät. Wir waren auch zu essen und so. Und es war, ist halt mega geil gewesen. Eine Freundin ist auch in dem Skigebiet, die ich aus der Schule kenne. Und sie ist auch hier. Und wir haben es irgendwie erst heute geschafft, uns mal zu verabreden. Und ja, da sind wir vormittags zusammengefahren. Wir wollten eigentlich danach weiterfahren, aber ich habe auf dieser Einschätzung einfach kein Internet. Und deswegen, ja, war es dann so. Und sie ist dann weitergefahren. Und ja, jetzt in einer Stunde sind meine Geschwister dann fertig, also mit der Skischule. Und dann werde ich mit denen eh wieder fahren. Und es macht halt einfach so Spaß, mit denen zu fahren. Weil, also meine Schwester kann richtig gut einfach schon fahren. Und ja, deswegen so süß einfach auch. Und deswegen ist jetzt noch eine Stunde und oh, die fahre ich jetzt auch noch irgendwie rum. Und mein Schienbein bringt mich um. Ich sterbe wirklich. Es tut so weh. Ich weiß nicht, von was es kommt. Keine Ahnung. Ich habe so halt extra Skisocken an und die sind eigentlich perfekt. So, ich hatte noch nie Probleme mit irgendwas beim Skifahren. Und das ist jetzt so das erste Mal und ich denke mir so, oh, nee, es tut auf jeden Fall mega weh. Und ja, heute ist ein bisschen stürmischer und nicht mehr so die Sonne scheinend. Und ja, heute Morgen war es so eklig, so Schnee und aber jetzt ist es wieder weg und ja. Hallo, ich weiß, es ist gerade mega dunkel. Seht ihr dieses Licht da hinten? Da gehen wir jetzt hin. Und zwar, oh mein Gott, ich kann kaum laufen mehr. Mir tut halt alles weh. Auf jeden Fall ist in unserem Skigebiet heute so eine Show mit wo Leute so
Skispringen machen und Snowboard fahren und so Tricks zeigen. Am Ende ist auch ein Feuerwerk. Das kennen wir eigentlich schon. Ich wäre eigentlich viel besser gefunden, wenn wir Nachtrodeln gemacht hätten. Aber gut. Jetzt laufen wir das hoch und ich meine, Beine ist alles tot. Ich war auch schon duschen. Noch ungeschminkt. Weil ich ganz ehrlich bin, ich hatte keine Lust, mich zu schminken. Wirklich so keine Lust, also gar nicht eigentlich mich zu schminken. Sondern weil ich wusste, dass ich mich bitte abschminken muss. Und darauf hatte ich keine Lust. Und deswegen, ja, ungeschminkt. Weil ich mir so die Ich habe gestern überhaupt nicht gefilmt, weil es einfach sich nur, also weil es genau derselbe Tagesablauf war wie immer. Deswegen dachte ich mir so, ja, filmst du heute mal nicht. Und heute sehe ich mega fertig aus. Aber heute ist, also gestern war mega Kackwetter. Und heute ist zum Glück nochmal richtig schönes Sommerwetter. Sommerwetter. So, ich kann glaube ich so überhaupt gar nichts sehen. Aber meine Geschwister haben heute so ein Skirennen von der Skischule aus. Und ja, jetzt warte ich hier und versuche die ganze Sache zu filmen. Abend. Wir waren vorhin noch Skifahren und haben Bilder gemacht und alles sowas. Und jetzt gehen wir in eine Pizzeria nochmal lecker essen und dann müssen wir packen und dann geht's morgen
leider nach Hause. So, das war auch der Vlog. Ich muss sagen, dass es sehr lang geworden ist. Und ich war mir auch nicht sicher, soll ich das jetzt in zwei Teilen drehen oder lieber ja, alles in einem lassen. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, das einfach so in einem zu lassen. Und ja, hoffe natürlich, dass euch der Vlog gefallen hat. Und ich weiß, dass ich sehr viel gelabert habe. Und es ist jetzt auch schon leider so spät geworden, weil ich das halt einfach nicht geschafft habe, das früher zu bearbeiten, weil dann Schule dazu kam. Und ja, auf jeden Fall ist es jetzt online. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.